The European Commission proposed on Wednesday to reduce Europe's energy consumption by 30% by 2030. The new target comes as an attempt to reduce Europe's energy dependence on Russian gas after the crash of the Malaysia Airlines flight MH17 renewed tensions between Brussels and Moscow. Wir glauben, dass gerade jetzt auch entlang der Sicherheitslage auf dem Gassektor, Stichwort Ukraine, Russland und Europa und die Krise zwischen diesen europäischen Regionen ein ehrgeizigeres Energie-Einsparziel richtig ist. However, civil society groups and MEPs have already voiced their concerns, stressing that the European Parliament backed a 40% target earlier this year. But Commissioner Oettinger said that a 30% reduction target would be more likely to be backed by the EU heads of state. Ich glaube, dass es dazu führt, dass Europa beim Thema Energieeinsparen vorne bleibt und dass damit nennenswert der Importbedarf fossiler Energieträger in den nächsten Jahren abgebaut und die Versorgung mit Energie mit weniger Importen möglich bleiben kann. The Commission will present the new target at the next October summit in Brussels, when EU leaders will decide whether or not to endorse it.